Und hier uns noch 5 Brande. Ja. Wohin? Wo sonst? Gut, und für die Wildschweinzucht haben wir nicht genug Holz gerade. Die meinen es ernst! Was wollt ihr? Ah, du stehst unpraktisch dort. Ne, ich kann da keine reinquetschen. Dann reißen wir doch das Jagdhaus ab. Schon dabei! Für den Clan! Lauft! So, da kommen meine Bärse. Was? Wie? Langsam aber sicher. Mit einer Keule aus Eis bewaffnet. Hä? Gibt's hier unten kein Holz mehr? Wenn die jetzt überall herumwuseln. Ja, die wuseln jetzt gerade hier rum. Na, lass sie Holz hacken, wo sie können. Gut. Keine Last. Dorthin also. Na los. Okay, dann eben so. Was wollt ihr? Wo sonst? Lasst uns lieber Krieg führen. So, du weißt nicht, wo du noch abholzen kannst, hä? Ja, dann warten wir, bis sie hier abgeholzt haben und dann verschieben wir sie. Darf ich töten? Also ja, unsere... Darf ich töten? Von mir aus! Berserker kriegen eine extra... Verstanden! ...Kategorie. Hier, mir nach! Die Rune wird sofort ausgeführt. So. Und ich dachte, sie würden vielleicht hier oben ums Haupthaus noch abholzen, aber war eine Fehleinschätzung. Und ja, Bäume wachsen leider auf der Map so nicht nach, wenn wir uns noch auf der Map selber befinden. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall dann genug Nahrungsproduktion, also konsistente Nahrungsproduktion, damit wir ich hatte eigentlich gehofft, die Jagdhütte würde reichen, so viel Wild wieder rumlief. Aber tut sie scheinbar nicht. So, Steine sind keine Mangelware. Wir brauchen auch hauptsächlich Steine eigentlich. Ich werde bei den Trollen eher auf Fernkampf gehen. Die Nahkämpfer sollten eigentlich hauptsächlich die Türme wegmachen. Also so doch 10 Zermalmer. Der Rest alles auf Werfer.
weiß gerade nicht mal mehr. Ist 70 das Bevölkerungslimit gewesen? Ja, ich glaube. Oder 80. Auf jeden Fall zweimal müssen wir noch erhöhen, dass wir noch mindestens 10 Zermalmer und einen guten Batzen Werfer rauskriegen. Das ist wieder nur ein kleiner Angriff. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Krieg! Mit genug Feuer unterm Hintern. Stahlschildpanzer. Ja. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Na gut, jetzt haben wir halt die große Durststrecke wegen Nahrung sammeln. Gibt's halt wirklich. Oh, hier wird es noch etwas Holz geben. Aber ich glaube, da können wir uns mit den Orks weiter vorarbeiten. Also mit unseren Ork-Holzfällern. Weil wie gesagt, so viel Holz werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Noch. Ja, gut, 700 Holz insgesamt. Plus das Holz für die Holzfäller hinten. Ah ja, in der Zeit, in der wir auf Dings warten. Auf Nahrung können wir auch ganz ruhig das Holz abbauen. Upgrades ausgeführt. Lenia ist auch überall Mangelware. Eisen mittlerweile glaube ich auch. Oder was gibt... Oh, der gibt noch ein bisschen was hier. Das ist gut. Es ist nur noch der ja. große Baum übrig. Dorthin also. Also ziehen wir mal um mit den Holzfällern. Ach, hier. Die Trolle holzen hier auch gut ab. Man könnte ja jetzt unfair sein und behaupten, die dunklen Völker sind in Spellforce 1 ein bisschen, ja, den hellen Völkern in allen
Formen und Arten irgendwie unterlegen. Also gerade was die Wirtschaft angeht. Und auch was die Ausrüstung so angeht. Aber wenn man sich dann zum Beispiel Trolle anguckt. Gut, Trolleinheiten sind teuer, aber Trolleinheiten sind auch stark, verdammt stark. Eine reine Trollarmee zu unterhalten ist kostspielig. Wenn man es überhaupt könnte. Also ja, im Spalt haben wir es gemacht, aber da war es nur eine kleine Trollarmee aus 50 Trollen. Eine volle Trollarmee aus 70 oder 80 Trollen ist da schon was anderes. Hallo, du. Sie sind überall! Ja, vorwärts! Muss ich mir da eigentlich wieder Sorgen machen, dass da oben nachher eine riesige Eiselfenarmee aus uns wartet, weil wieder die Spawns verbuggt sind? So wie mit den Briarwölfen in Falunsheim. Ich hoffe einfach mal nicht. Ja. Ja, der Troll mit seinem Hammer sieht doch toll aus. Der Ork steht da halt nur mit... Ah, zwei Keulen. Das dürfte... gar keiner von denen sein. Vielleicht höchstens der Schläger, aber der Schläger trägt nur eine Holzkeule. So, jetzt dürfte wieder Holz reinkommen, weil hier ist genug Holz in Holzfällerhütten Nähe. Eisen kommt auch genug rein. Ja, ein Sack Steine und der schleudert halt einfach Steine. Wobei das mit dem Sack... Ja doch, es sind Säcke. Mit glühenden Steinen jetzt mittlerweile. Die den Sack nicht in Brand stecken. Yippie. Naja. Oh, du hast den Baum auch jetzt abgeholzt. Da warten wir mal, bis du dein Holz abgibst. Was wollt ihr? Den abreißen. Da hinten ist eine Eisbeschwörerin gestorben mit dem Mondsilber. Okay. Wenn wir ja sehen, wenn wir dort sind, sehen, was sie getötet hat. Wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich noch auf die Nahrung warten, eine ganze Weile. Auch wenn da gerade wieder Nahrung kommt. Ha ha!
Ja, würde ich aber sagen, wir speichern hier erstmal wieder. So. Und machen einen Cut. Also, bis gleich. Und ja, dann gucken wir weiter, dass wir unsere Armee aufbauen und hier durchkommen. Also, bis dann.